Herzlich willkommen zur Sternstunde Philosophie, heute zu einem Minenfeld von Thema, nämlich der sogenannten Identitätspolitik. Wobei, ist nicht die Rede von einem Minenfeld bereits ein Fauxpas? Damit sind wir mitten im Thema. Führt die Identitätspolitik nur zu Sprechverboten und treibt Keile in unsere Gesellschaft, wo es doch darum ginge, Gerechtigkeit für alle zu wollen? Oder lehrt uns Identitätspolitik, Rassismus, Diversität und Sexismus überhaupt erst zu sehen und ernst zu nehmen? Darüber spreche ich heute mit der Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal. Sie hat kürzlich den Roman Identity vorgelegt, der diese Fragen mit viel Tiefenschärfe und Humor angeht. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, Frau Sanyal, ich habe in der Anmoderation das Thema Identitätspolitik als Minenfeld bezeichnet. Erleben Sie das auch so? Also ich höre das zumindest immer wieder. Das ist ja so das Wort, das dafür immer wieder verwendet wird. Ich glaube, es ist beides. Wir alle wollen eine Gesellschaft mit Gerechtigkeit für alle haben. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und da haben wir unterschiedliche Wege. Und es ist ja auch interessant, Identitätspolitik ist sozusagen das Reizwort der Stunde. Aber eigentlich ist es kein neuer Begriff. Und Identitätspolitik gibt es schon ganz lange. Denken wir zum Beispiel an die Kolonialzeit, womit Identitätspolitik ja gerechtfertigt wurde, dass es die Oben und die Unten gibt und es eigentlich zu Exklusion geführt hat. Absolut. Es ist halt die Frage, welche Definition wir verwenden. Ich würde dem zustimmen. Ich würde auch sagen, ganz klar, da wurde eine weiße Rasse erfunden. Die gab es ja vorher nicht. Also vorher haben sich Leute über ihr Land oder ihre Sprache identifiziert, nicht über Weißsein. Und dadurch haben sie natürlich eine, in Anführungszeichen, unterlegene Rasse erfunden, nämlich die Schwarzen, die Kolonialisierten und so weiter. Aber das Wort Identitätspolitik ist ja ein relativ neues tatsächlich. Das ist in den 70er Jahren vom Combahee River Collective erfunden worden, geprägt worden, die gesagt haben, wir sprechen für uns, wir machen Identitätspolitik. Die haben das aber ganz klar nicht ausschließend gemeint. Also wenn man sich deren Manifest durchliest, dann ist es halt wirklich, wir wollen Sozialismus für alle, wir wollen Gerechtigkeit für alle, aber wir sind es leid, dass andere über uns sprechen. Das sind die 70er Jahre, das Private ist politisch und so weiter. All daher kommt es. Und was die beiden Formen von Identitätspolitik gemeinsam haben, ist eben dieses sich beziehen auf die Gruppe, wie wir schon gesagt haben. Im einen Fall wurde es verwendet, um Abgrenzung vorzunehmen und Diskriminierung zu rechtfertigen. Und in diesem neueren Fall geht es sehr viel mehr darum, Minderheiten sichtbar zu machen und ihnen zur Anerkennung zu verhelfen. Genau, also es gibt ja dieses irgendwie, ich sehe keine Hautfarben, irgendwie diesen berühmten Satz. Und der bedeutet halt in der Regel, ich sehe die Auswirkungen von Rassismus nicht. Und das ist ein riesiges Problem. Aber natürlich wollen wir alle irgendwann dahin kommen, dass wir wirklich sagen können, naja, Hautfarben, pff, aha, ist ja wie Schuhgröße oder so. Es gibt es natürlich, aber es ist ja nicht relevant. Glauben Sie, wir kommen da mal hin? Ich bin mir relativ sicher, dass, also gerade wenn man so ein bisschen historisch guckt, Rassismus ist ein, in der Form, wie wir es kennen, ein relativ neues Phänomen. In dieser Form, ne? Also diese Gedanken von Menschen sind so, wie sie sind und können sich nicht ändern. Das ist ja ein modernes Phänomen. Das heißt, irgendwie historisch sind wir eigentlich in der letzten Phase, in den Todeszuckungen dieses Verständnisses. Die Frage ist, was kommt danach? Also wie werden wir danach uns irgendwie definieren? Das finde ich jetzt interessant, dass Sie sagen, diese Idee ist eine neue, sozusagen zu sagen, ich bin so und nicht anders. Weil gab es das nicht schon irgendwie im Mittelalter, dass man gesagt hat, die Oben und die Unten und die sind total unterschiedlich? Ja, aber es gab halt zum Beispiel, also gerade wenn es irgendwie um unterschiedliche Menschen gab, dann gab es diese Vorstellung, die sind so wegen dem Wetter. Ne? Also irgendwie die Inder sind so, weil da ist es so warm, die müssen sich nicht anstrengen und deshalb sind sie nicht so tough wie die tollen Europäer, die gegen das harte Wetter kämpfen müssen. Und wenn die hier hinkommen, dann können die werden wie wir. Oder wenn die Christen werden, dann können die werden wie wir. Und der moderne Rassismus verdankt viel dem Antisemitismus, die ja tatsächlich gesagt haben, der Jude an und für sich ist so und sogar die Konvertierten sind nicht wirklich. Also da gibt es so ganz unglückliche Verquickungen miteinander. Also Menschen essentiell irgendwie, die auf eine Rolle festzuschreiben, die bleibt, egal was passiert. Und dann haben wir natürlich mit diesen ganzen, also mit der Aufklärung, mit den Kolonialbewegungen auch tatsächlich diese Vorstellung von, welche Völker irgendwie haben eine Geschichte und welche sind außerhalb der Geschichte. Der Hegel, der sagt Afrika jenseits der Geschichte. Kant, der irgendwie sehr, sehr klar auch eine eigene Rassenlehre tatsächlich vertritt.
Und wir wollen ja jetzt eintauchen in diese Identitätspolitik und vielleicht, um es noch einmal wirklich ganz dingfest zu machen, es geht einerseits darum, eben Minderheiten sichtbar zu machen, zu anerkennen, dass die wiederum anerkannt werden wollen. Und da geht es ja immer auch um die Frage der Repräsentation. Wer spricht eigentlich für wen? Ich finde, ein gutes Beispiel ist in der Schweiz eigentlich das Frauenstimmrecht. Das wurde 1971 eingeführt. Frauen durften dann auch wählen gehen, durften auch abstimmen. Aber sie wurden ganz lange immer noch nicht in die Parlamente gewählt. Und die Männer haben natürlich gesagt, das ist doch kein Problem, wir sprechen ja auch für euch. Und wir gucken ja auch, dass es euch gut geht. Aber die Frauen haben dafür gekämpft, repräsentiert zu sein, selber da wirklich gewählt zu sein. Und um diesen Kampf geht es ja weiterhin. Welche Gruppe muss selber eigens als Person repräsentiert werden? Ich finde das gerade mit dem Frauenstimmrecht, ein Wahlrecht, eine ganz, ganz wichtige, ein ganz tolles, tollen Vergleich auch, weil natürlich nicht jede Frau macht feministische Politik, aber wenn es halt nur sehr, sehr wenig Frauen in den Parlamenten gibt, dann ist das ein sehr guter Katalysator, also so da, wie so ein Indikator dafür, wie irgendwie gleichberechtigt eine Gesellschaft ist. Mhm. Und Sie würden auch sagen, oder? Repräsentation ist ein wichtiges Element, identitätspolitisch gesehen, um Gruppen wirklich sehen zu können. Repräsentation ist ganz wichtig. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Formen von Repräsentation. Und wir gucken, also gerade zum Beispiel irgendwie im Film und so, dann gucken wir immer auf die Schauspieler, Schauspielerinnen. Aber wie ist es hinter den Kulissen? Wie ist es bei den Entscheidungsträgern? Bei den Jurys zum Beispiel für irgendwie Preise? Wie sieht es da aus für Literatur irgendwie? Und da sieht man halt tatsächlich, dass die in der Regel noch sehr, sehr, sehr weiß sind. Das ist ja in Ordnung. Also irgendwie weiße Menschen sind Menschen, natürlich. Aber wir alle gucken mit unseren Brillen auf die Welt. Und je breiter wir schauen, desto irgendwie diverser ist natürlich auch das Ergebnis dessen, worüber wir reden können. Und das hat ja auch viel mit Erfahrungen zu tun. Damit möchte ich überhaupt nicht sagen, dass ich für alle Frauen sprechen könnte. Ich habe ja nicht alle Frauen gefragt und die haben mir ihre Einwilligung gegeben. Oder dass ich für alle POCs sprechen kann, wer auch immer das sein soll. Auch da sind ja die Definitionen gar nicht so eindeutig. Wir ja übrigens bei Frauen auch nicht. Aber wenn keine dieser Menschen beteiligt sind, dann ist das ein sehr gutes Zeichen dafür, dass da wirklich was nicht stimmt mit Repräsentation. Sie haben sich gerade als POC bezeichnet, das müssen wir vielleicht kurz übersetzen, Person of Color. Darauf kommen wir später auch noch zurück, also Personen, die eben nicht weiß sind sozusagen, ein Sammelbegriff auch, können wir nachher noch drüber sprechen. Sie haben jetzt deutlich gemacht, wie sehr das Theater und der Film sich eigentlich eignet, um diese Frage der Repräsentation auch zu verhandeln. Und tatsächlich passiert da im Moment ja auch ganz viel. Ein gutes Beispiel ist der Aufruf Hashtag Act Out. 185 Schauspieler und Schauspielerinnen haben sich in der Süddeutschen Zeitung geoutet im letzten Frühjahr und haben quasi gesagt, wir sind lesbisch, wir sind schwul, wir sind trans, wir sind intersexuell und so weiter, wir sind queer. Und wir werden nicht gesehen. Einerseits gibt es zu wenig wirklich Sichtbarmachung von Queerness im Film, im Theater. Und andererseits werden diese Rollen wiederum dauernd von Personen gespielt, die selber nicht queer sind. Geht jetzt diese Idee, dass queere Rollen nur noch besetzt werden dürfen mit queeren Schauspielern und Schauspielerinnen, nicht zu weit? Das ist irgendwie ganz schön. Also ich glaube, auf lange Sicht ist es natürlich nicht so, dass das unser Ziel sein soll. Aber in der Situation, in der wir im Moment sind, ist es wirklich, also wenn ich in meinem Leben schaue, irgendwie beim Krippenspiel, haben die immer gesagt, nee, du kannst nicht Maria spielen. Maria ist blond, weil Maria in Bethlehem natürlich blond war in Palästina. Das ist wahrscheinlich das beste Beispiel überhaupt. Ja, genau. Du bist Melchior. Das heißt, ich habe als Kind, musste ich immer Blackfacing machen im Krippenspiel in der Schule, weil ich war dann immer das dunkelste Kind und dann haben die mich doch so ein bisschen mit Lockenperücke. Unglaublich. Also das heißt, wir haben eine Vorstellung, wer was repräsentieren kann und wir haben die Vorstellung, weiße Menschen, irgendwie straighte Menschen können alle repräsentieren, während irgendwie Menschen, die irgendwann vermarkiert sind, können nur das spielen. Und irgendwie, um das aufzubrechen und zu sagen, okay, warte mal, wir sollen halt nur queere Rollen spielen und die werden dann auch noch zum größten Teil von nicht queeren Menschen gespielt, da stimmt was, dann lasst uns wenigstens die Rollen spielen halt. Ist es halt ein ganz wichtiges Instrument, auch weil die Art, wie es gespielt wird, ja ganz häufig so Travestien sind. Also also das gibt ja auch immer mit diesem Karneval, jetzt darf sich niemand mehr als Chinese verkleiden. Ja, genau, irgendwie und so weiter. Und wo ich denke, ja, natürlich, irgendwie, es ist ja schrecklich, wenn wir jetzt alle noch als Blumen oder Tiere gehen, aber
gleichzeitig die Art, wie Menschen repräsentiert werden oder wie Inder und Inderinnen dann, ne, wie aus Tausend und einer Nacht und Aladdin, es ist wirklich, das nimmt mir manchmal den Atem. Also dieses nochmal drüber nachdenken, wie repräsentiere ich etwas und aus dieser Selbstverständlichkeit rauszukommen. Und das macht man eben nicht mit, ich gebe mir viel Mühe. Das ist ja das, was wir aus der Wirtschaft kennen, Selbstverpflichtungen führen zu nichts. Also wir müssen einen Bruch machen. Wir müssen irgendwie sagen, so halt, und jetzt müssen wir neu nachdenken. Was genau nimmt Ihnen den Atem? Also es ist schon jedes indische Klischee darin. Und ich bin ja mein Leben lang immer damit konfrontiert worden. Also wir haben ja so wenig Bilder von Indien in Deutschland, außer es sind die ganz weisen Menschen. Und es ist halt schon so, dass also gerade die Repräsentation in Karnevalskostümen, das war dann wie junge Männer versucht haben, mir zu erklären, dass sie jetzt Interesse an mir haben, weil irgendwie, ich habe auch das Kamasutra gelesen. Oder also das Tollste war, dass einer gesagt hat, Mito, indische Frauen sind die schönsten Frauen auf der Welt und sie sehen alle gleich aus. Danke, toll. Mit dir muss ich dringend Sex haben. Nein, natürlich nicht. Noch einmal zurück zu dieser Frage der Repräsentation. Mir fiel in diesem Kontext noch Eddie Redmayne ein, ein Schauspieler, der natürlich hoch dekoriert ist. Er hat einen Oscar erhalten für seine Darstellung des schwerkranken Astrophysikers Stephen Hawking. Und gleichzeitig hat er eine Oscar-Nomination erhalten für seine Darstellung der Lili Elbe, eine intersexuelle Malerin, eine der ersten, die eine Geschlechtsanpassung hat vornehmen lassen. Und er ist großartig in diesen Rollen. Und natürlich frage ich mich jetzt irgendwie, er ist weder intersex, noch war er irgendwann mit einer Behinderung konfrontiert. Darf man ihn trotzdem jetzt noch bewundern für sein Spiel? Absolut. Also ich glaube tatsächlich, bei diesen ganzen Debatten um Cultural Appropriation sind die Debatten wichtig. Jeder einzelne Fall ist ja falsch. Also irgendwie zu sagen, der darf das nicht und die darf das nicht, ist immer falsch. Aber überhaupt es zu öffnen, zu sagen, halt, könnte hier etwas nicht stimmen, das ist unglaublich produktiv. Weil ganz lange war es wirklich umgekehrt, ne? Also dass halt weiße Menschen irgendwie gesagt haben, wir wissen aber besser, wie Rassismus funktioniert. Ihr seid zu betroffen. Ihr könnt da gar nicht drüber reden. Irgendwie haltet ihr mal den Mund. Ganz lange war es halt so, dass es halt, also auch wenn wir uns nur die ganzen Museen angucken, irgendwie, sie sind ja irgendwie voll mit irgendwie Raubgut. Also so, und das, da kommt ja die Debatte um Cultural Appropriation her. Das hieß dann, also kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung und Aneignung. Appropriation war wirklich auch Stehlen, Diebstahl, irgendwie zum Eigentum machen, zum Privateigentum machen. Und ganz viele von diesen Kunstsammlern dachten das ja auch. Also irgendwie der die Elgin Marbles in London, irgendwie, da dachte Lord Elgin ja wirklich, die gehören ihm, als er die aus der Akropolis mitgenommen hat. Da dachte, das sind meine persönlichen. Und da musste eben die britische Regierung die abkaufen. Und jetzt haben die diesen langen Streit mit Griechenland, Rückgabe, Nicht-Rückgabe. Natürlich müssen die zurückgegeben werden. Und dieser Gedanke von, ihr könnt nicht gut genug mit eurem eigenen Kulturgut umgehen. Wir behalten das besser mal, wir können das besser. Da kommen diese Debatten her. Und es ist ganz schwierig, wenn es dann um so nicht materielles Kulturgut geht. Wie ist das mit Ideen? Wie ist das mit Identität? Mhm. Und da ist es nur trotzdem, drauf zu gucken, wie es verhandelt wird, super wichtig. Mhm. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele, ganz viele Diskussionen um diese kulturelle Aneignung. Vielleicht um ein paar aktuelle Beispiele zu nehmen aus der Popkultur. Es wird immer wieder diskutiert, darf zum Beispiel Kim Kardashian sich noch solche Zöpfe flechten und so rumgehen? Darf Katy Perry sich als Geisha verkleiden und so auftreten? Oder Madonna, die sich Schmuck des berberischen Volkes umhängt, Nordafrika, und so ihre Show zelebriert? Ist das noch in Ordnung oder nicht? Also erstmal, es kommt keine Polizei vorbei und sagt, ihr dürft es nicht. Mhm. Aber Leute sagen, uns gefällt es nicht. Und dann wird ja immer gesagt, ja, im Internet irgendwie, die wollen es verbieten. Ja, jein. Es ist tatsächlich so, also ich würde mir keine Dreadlocks machen, obwohl die ältesten Darstellungen von Dreadlocks, die wir kennen, kommen aus Indien. Also diese Zöpfe. Genau, genau. Meistens sind es dann nicht mal nur die geflochtenen, sondern auch wirklich so diese verfilzten Zöpfe. Die kommen wirklich aus Indien, das sind Darstellungen von Krishna. Aber weil es halt eine lange Geschichte gibt, dass irgendwie schwarze Menschen, die ihre Haare natürlich tragen, keine Jobs bekommen haben, eher irgendwie von der Polizei angehalten werden. Der Gedanke, auch wenn Michelle Obama irgendwie einen Afro getragen hätte, wäre Barack Obama niemals Präsident geworden. Ich glaube das tatsächlich. Also wenn man sich diese lange, leidvolle Geschichte anguckt, dann muss ich sagen, ist die Frage, möchte ich jetzt persönlich Dreadlocks tragen oder nicht, erstmal eine geringere als
auch ein bisschen Respekt vor Leuten, die sagen, halt. Gleichzeitig, natürlich gibt es ganz viele Sachen, die als Cultural Appropriation verhandelt werden. Annie Sprinkle, die ich ja sehr, sehr bewundere, die Künstlerin Annie Sprinkle, hat sich als Kali, also dargestellt auf einem ihrer irgendwie... Also eine indische Göttin? Genau, eine indische Göttin mit vielen Armen und irgendwie Annie Sprinkle, in dem einen hatte sie einen Vibrator, in dem anderen irgendwie verschiedene andere Instrumentarien. Und das war für mich so befreiend, also weil halt Indien plötzlich aus diesem Bild der irgendwie angepassten, schweigenden Frau herausgenommen wurde und so eine Popkulturwährung hatte und plötzlich Punk war und aufregend war. Und der wurde das ja auch in Anführungszeichen verboten. Der hat auch niemand gesagt, du musst eine Strafe zahlen, weil Leute fanden es nicht gut. Und sie macht es nicht mehr. Ich habe mich lange mit ihr darüber unterhalten, habe gesagt, für mich wäre es so wichtig und für mich war es so befreiend. Es gibt keine einfachen Antworten darauf, dass wir darüber reden, ist aber trotzdem gut. Und auch da sehen wir wieder, es ist ein sogenanntes Minenfeld. Und Sie haben jetzt, glaube ich, sehr schön gesagt, Minenfeld heißt ja nicht, dass man Dinge nicht mehr tun darf. Es heißt aber auch nicht, dass man sich nicht kritisieren darf und noch weniger, dass Kritik schon heißt, du darfst das nicht mehr tun, es ist ein Verbot und es gibt jetzt einen Bann über dich. Und ich finde da die Auseinandersetzung des Philosophen Kwame Anthony Appiah sehr hilfreich in seinem Buch Identitäten, ein unglaublich produktives Buch, wenn es um dieses Thema geht. Und er setzt sich auch ja, mit kultureller Aneignung auseinander und erzählt eine schöne Geschichte, nämlich die Geschichte der Glasperlen aus Murano. Glasperlen, die total wichtig waren für Murano, für diese Insel neben Venedig. Und es war mit Todesstrafe belegt, wer das Rezept sozusagen für diese Glasperlen verraten hat. Trotzdem wurden die Glasperlen natürlich exportiert. Und irgendwann waren die an der Elfenbeinküste in Afrika zu finden und wurden da zermalmt und zu neuen Perlen geformt. Und heute gibt es Glasperlen in Ghana, die da ein ganz wichtiges Kulturgut sind. Und Appiah sagt dann, wir sehen daran, Kultur kann man nicht stehlen. Kultur ist fluide. Kultur wandert immer. Und natürlich übernehmen wir dauernd kulturelle Elemente. Und das ist auch schön an der Kultur. Aber, und das ist der springende Punkt bei ihm, es gibt natürlich so etwas wie herablassende kulturelle Aneignung, wo man sich eben lustig macht über andere Kulturen. Oder es gibt auch kulturellen Diebstahl, bei dem es einfach darum geht, einseitig zu profitieren. Ein gutes Beispiel ist da Biopiraterie, dass wir irgendwelche Rezepte stehlen für Cremes in indigenen Völkern und dann großes Geld damit machen und sie nicht entschädigen dafür. Genau, also es gibt Macht und innerhalb von Machtstrukturen kann es auch Machtmissbrauch geben. Ich würde genauso sagen, Kultur besteht ja immer aus Aneignung, Einfühlung, sich in das andere hineinfühlen. Wenn ich nur noch irgendwie sozusagen schreiben würde, wie ich es selber erfunden habe, könnte ich ja noch mein Tagebuch veröffentlichen. Das wäre ja schrecklich. Aber das würden wir gerne lesen. Ja, ich weiß nicht. Aber umgekehrt ist es halt tatsächlich so, wer macht es selbstverständlich? Wer sagt selbstverständlich, ich kann sprechen für und wer hat eine viel größere Scheu davor? Und auch das ist total spannend zu untersuchen. Gehen wir nochmal zurück zum Film, weil die Frage ist ja tatsächlich, wie gehen wir denn damit um? Also was könnten wir tun, um aus dieser Schwierigkeit herauszukommen, dieser ungleichen Repräsentation? Und ein Vorschlag ist das sogenannte Colorblind Casting. Und dieses Rezept wurde angewandt in der preisgekrönten Netflix-Serie Bridgerton. Die Roben sind opulent. Das Setting ist historisch. England 1813. Der Königshof vergnügt sich mit Tratsch und Klatsch über heiratswillige junge Frauen. So kitschig, so historisch denkbar. Doch die Queen ist schwarz und der halbe Hofstadt ebenso, bevölkert von dunkelhäutigen Dukes und Earls. Wie ist das möglich im eigentlich weißen Königshaus? Das Zauberwort heißt farbenblindes Casting. Man ignoriert bewusst die Hautfarbe bei der Besetzung von Rollen. Für die deutsche Schauspielerin Selma Boabeng, die am Zürcher Schauspielhaus spielt, ist das höchste Zeit. Ich finde es sowieso immer total krass, wenn man sieht, dass in Filmen oder auch anderen, dass so Fabelwesen vorkommen, auch auf der Bühne. Das geht alles. Drachen geht, aber Schwarzer König, da gehen wir jetzt ein bisschen zu weit, oder was? Selma Boabeng spielt seit Jahren im deutschsprachigen Fernsehen. Und oft bestimmt nur ihre Hautfarbe, welche Rolle sie bekommt. Kennst du Momo Macchiari? Momo, der Rapper. Ja, klar kenne ich den. Also jetzt nicht persönlich. Wieso? Wieso soll ich den eigentlich kennen? Weil ich schwarz bin. Obwohl ich seit meinem vierten Lebensjahr in Deutschland lebe,
aus dem Rheinland komme, sogar Kölsch spreche, ja, also sozusagen rheinische Mädchen bin, durfte ich aber, wenn ich gedreht habe, immer nur Prostituierte, Dienstmädchen, Sklaven oder Refugees spielen oder Ammen oder gar kein Deutsch oder gebrochenes Deutsch oder am besten Afrikanisch reden mit meinen anderen Schwarzen. Ich immer so, was sind Afrikanisch? Trotz Klischees, das Bewusstsein, People of Color zu casten, ist gestiegen. Auch wenn Hauptrollen rar sind. Hoi, Grossvater. Und auf die Schweiz bezogen? Kann man sich ein Heidi vorstellen, dunkelhäutig? Tschüss, Vater, ich hab keine Angst. Oder einen Wilhelm Tell? Also wenn es nicht allzu konzeptionell daherkommt, sondern wirklich einfach auch gut und Qualität hat, dann kann ich mir sogar noch vorstellen, dass das ein Publikum findet, weil gerade so etwas wie Wilhelm Tell, wo man das Gefühl hat, das haben wir schon 100'000 Mal gesehen und nochmal ein Tell, ist allenfalls lang. Aber wenn das so besetzt wird, könnte es ein frischer Wind sein. Ich kann mir das schon vorstellen. Es könnte ein frischer Wind sein, mal ein dunkelhäutiges Heidi. Das ist jetzt aber auch nicht wirklich das Ziel der Repräsentation, oder? Ein bisschen frischen Wind zu machen. Ich kenne Heidi ja nur als japanisch, also als Manga. Das ist halt die Heidi-Filme. Hat mich nie als Kind gewundert. Also habe ich natürlich sofort genommen. Ich finde dieses Colorblind-Casting super, weil ich fand Bridgerton so körperlich erleichternd. Also es zu sehen war wirklich nur so, ach. Weil wir kennen das ja bei diesen ganzen Kostümfilmen, die sind ja nie historisch korrekt. Also deshalb, Jane Austen wird ja immer alle so und so viele Jahre neu gedreht. Man kann es immer datieren. Man weiß immer, es ist aus den 70ern, es ist aus den 80ern, es ist aus den 90ern. Mhm. Weil man sieht ja, es ist unser Blick auf die Geschichte. Royal Shakespeare Company ist immer irgendwie, das ist immer Colorblind Casting, ne? Also weil die sind ja ganz anders irgendwie quotiert natürlich. Und es fällt niemandem auf. Also wir gehen ins Theater und finden es großartig. Das ist jetzt interessant, weil Sie sagen, naja, es ist ja immer irgendwie Geschichtsklittering und es ist nie wirklich historisch getreu. Aber trotzdem hat man genau diesen Vorwurf Bridgerton gemacht. Man hat gesagt, das ist eben viel zu viel Verdrehung in der Geschichte. Zum Beispiel, weil das England, das Regency-England im 19. Jahrhundert natürlich extrem rassistisch war. Und es war vollkommen undenkbar, dass jemand am Hofe eine Person, People of Color, geheiratet hätte. Und der Vorwurf war dann, dass man gesagt hat, schon okay, wenn da Person of Colors mitspielen, aber bitte gebt ihnen die Rollen, die sie auch historisch gehabt hätten und zeigt auf, was für ein Rassismus es damals gegeben hat. Naja gut, das ist ja immer die Frage, was erwarten wir jetzt von, also das ist ja etwas, das gucke ich wegen den erotischen Szenen. Also ich gucke das jetzt nicht, weil ich irgendwie unendlich viel über Rassismus erfahren möchte. Das erwarte ich dann von anderen Filmen. Aber es ist ja auch, ganz so stimmt es nicht. Also es gab ja immer diese Ausnahmen auch da, die dann irgendwie adoptiert wurden oder die aufgewachsen sind. Und ich weiß wiederum, wie wichtig es für irgendwie Leute wie uns ist, die ja so im kollektiven Gedächtnis nicht vorkommen, diese Figuren auch zu finden, die auch wiederzufinden. Für Deutschland war es für mich zum Beispiel Theophano, die Kaiserin, eine deutsche Kaiserin mit meiner Hautfarbe, byzantinische Prinzessin im Jahr 1000, also um die Jahrtausendwende war sie Kaiserin von Deutschland, die hat den Deutschen die Gabel mitgebracht und die Hygiene, das Händewaschen hat sie ihm beigebracht. Im Moment total wichtig. Die ist in meiner Nachbarstadt in Köln begraben, in St. Pantaleon in Köln. Haben wir da immer mit der Schule irgendwie Ausflüge hingemacht? Nein, natürlich nicht. Ich habe nichts von der erfahren. Wir wussten es nicht. Also diese Menschen werden natürlich auch aus dem kollektiven Gedächtnis herausredigiert. Und es ist ja nicht nur wichtig, dass wir jetzt repräsentieren, sondern dass wir auch unsere Geschichte repräsentieren. Das ist der Gedanke von, wir waren eine weiße Nation. Wir wissen, Europäer sind irgendwie Nordafrikaner, also genetisch. Nun könnte man böse sagen, die Kinder müssen in der Schule ja trotzdem lernen, dass es extremen Rassismus gab, dass es diese Kolonialzeit gab und dass das alles wirkt bis heute. Also sehen wir beispielsweise die ganze Diskussion über die Heirat von Harry und Meghan. Also wo man den Eindruck hat, natürlich wirkt da ganz viel Rassismus weiter nach. Und wenn man sich das vor Augen führt, versteht man doch vielleicht auch, dass man sagt, zeigt bitte historische Serien so, wie es wirklich war. Das ist die Frage. Irgendwie ist es die Aufgabe von Serien oder ist es die Aufgabe von Schule? Weil ich glaube tatsächlich, ein antirassistisches Wissen an Schulen und an Universitäten zu unterrichten, wäre halt wahnsinnig wichtig. Es sind ja auch so die Forderungen des Europarates irgendwie, dass wir es implementieren müssen. Deutschland hat halt überhaupt gerade erst in der Verfassung geändert, dass wir halt in unserer Erinnerungskultur halt eben nicht nur den Holocaust, der ganz, ganz wichtig ist in der Erinnerungskultur, sondern halt auch irgendwie, wie ist es mit irgendwie Race? Also ne, wie ist da irgendwie Diskriminierung? Wie funktioniert das? Wie müssen wir auch um diese Menschen
gemeinsam trauern. Also es geht ja auch darum, dass Menschen wie wir trauern um unsere Opfer. Das ist ein politisches Anliegen und ich würde gerne tatsächlich mit Ihnen zurückkommen, auch zur Identitätspolitik, also zu diesen ganzen politischen Anliegen. Manchmal hat man den Eindruck, es werden immer mehr und immer noch kleinere Gruppen, die Anerkennung und Partizipation verlangen. Denken wir an ein Kürzel wie LGBT, also die Lesben, die Schwulen, die Transmenschen, die Bisexuellen, die erweitert wurden um die Buchstaben QIA, also Queer, Intersex und Asexuell. Und viele sagen, da komme ich überhaupt nicht mehr mit, was sollen wir denn jetzt machen? Noch ein ganzes Alphabet hinten dranhängen? Sollten wir uns nicht wieder auf ein Wir besinnen, statt dieses Klein-Klein? Ich glaube, beides ist richtig und für beides spricht ganz viel, weil wir brauchen eine Rhetorik der Gemeinsamkeit, eine ganz, ganz wichtige Rhetorik der Gemeinsamkeit, gesamtgesellschaftlich übrigens, nicht nur in der Identitätspolitik, das bräuchten wir auch im Parlament bei jedem dieser Gespräche. Gleichzeitig müssen wir natürlich auf spezifische irgendwie Diskriminierungen verweisen. Also ich bin in Deutschland noch nie diskriminiert worden wegen irgendwie indisch sein. Das finden alle super in Deutschland. Ne? Die Inder sind die weisen Menschen, toll. Ich bin als Nicht-Weiße diskriminiert worden oder dass Leute dachten, ich bin Muslima. Wieso? Braun gleich Muslima. Das heißt, natürlich gibt es unterschiedliche Formen von Diskriminierung. Wie ist das im Schulsystem? Wer braucht was im Schulsystem? Und da ist es halt ein Problem, wenn wir einfach nur sagen, okay, wer wird im Schulsystem diskriminiert? Irgendwie im Moment sind es hauptsächlich Jungs, das stimmt. Also ganz lange waren es hauptsächlich Mädchen, im Moment sind Jungen die Bildungsverlierer. Da muss man genauer drauf gucken, um dann zu merken, es sind die migrantisch markierten Jungs, die massive Bildungsverlierer im Bildungssystem sind. Und das heißt, da müssen wir gegensteuern. Das heißt, wir brauchen die richtige Analyse. Und Jörg Scheller sagt das so schön, wenn wir eine Politik der Identifikation machen, brauchen wir gleichzeitig aber eine Politik der Vision, ne? Also irgendwie der Imagination, wo wollen wir gemeinsam hin? Und dass wir so ein bisschen immer in eine Richtung tendieren. Aber beides gehört zusammen. Also wenn wir nicht auf das verweisen, was die Geschichte ist, irgendwie, dann neigen wir dazu zu sagen, ach wieso, irgendwie alles ist dasselbe. Und das kennen wir zum Beispiel aus der Frauenbewegung, also ne, aus dem Kampf gegen den Paragraph 218, dass Frauen sagen, wir wollen das Recht auf Abtreibung haben, dass dann irgendwie Frauen mit Behinderungen gesagt haben, halt, wir werden dazu gezwungen abzutreiben, wir werden zwangssterilisiert. Auch das muss gesehen werden. Und da war es ganz wichtig, das zu benennen. Also quasi eine andere Gruppe, die nochmal ein anderes Anliegen einbringt und Anerkennung wünscht als diese Gruppe. Genau, genau. Um halt auch wirklich für alle eine gerechte Politik zu machen. Ich kann sehen und ich glaube, viele können sehen, wie wichtig solche Anliegen sind, aber es gibt auch die Gegenbewegung. Caroline Fourest zum Beispiel, eine französische Intellektuelle, selber lesbisch, selber feministisch, hat lange für Charlie Hebdo geschrieben. Eine Frau, die immer wieder angefeindet wurde für ihr Linkssein, die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «Generation beleidigt» und sagt, es gehe hier mittlerweile um einen sogenannten identitären Antirassismus. Und sie sagt, es geht alles viel zu weit. Es geht nicht mehr um einen Universalismus, dass wir versuchen, gemeinsam für Menschenrechte und Antidiskriminierung einzustehen, sondern es geht eben nur noch um dieses Klein-Klein, nur noch um Sprache, es geht nur noch um Ansprüche von einzelnen Gruppen. Und es klappt nicht mehr, dass wir diese Vision, von der Jörg Scheller spricht, noch im Blick haben. Also manchmal habe ich das Gefühl, es ist eigentlich eine Kritik am Internet. Also so funktioniert das Internet. Das Internet geht ja immer auf die sozusagen lautesten irgendwie und identitär irgendwie ist halt sehr einfach zu verstehen in so und so viel Zeichen. Und das stimmt, also ne, wie es im Internet verhandelt wird, da sträuben sich mir auch manchmal die Haare. Wenn man sich dann aber mal genauer anguckt, wofür stehen die Leute, dann ist es ja viel, viel differenzierter. Ich finde eine interne Kritik richtig. Also wir müssen immer aufpassen, dass Identitätspolitik nicht identitär wird. Aber zu sagen, ach, dann kann man das direkt alles in die Tonne schmeißen, brauchen wir nicht mehr, weil wir uns die schlechtesten Beispiele rauspicken. Das kann ich bei allem machen. Dann kann ich die komplette Philosophie in die Tonne schmeißen und sagen, ist rassistisch, brauchen wir nicht mehr, es wäre schrecklich. Natürlich, also ist es, also Hannah Arendt, die ich sehr, sehr liebe, unglaublich schreckliche rassistische Dinge hat sie geschrieben. Trotzdem ist sie eine so wichtige, auch für mein Denken so wichtige Philosophin. Und ich finde, man muss halt sehen, ich kritisiere das, aber ich sage nicht, damit ist die ganze Sache erledigt. Eine Kritik, die auch immer wieder kommt, ist, dass zu viel Fokus auf Sprache liegt. Das ist auch eine Kritik, die Sarah Wagenknecht in ihrem neuen Buch «Die Selbstgerechten» bringt und sagt, wir unterhalten uns stundenlang, seitenlang, feuilletonlang über Gendersternchen und Co., statt über die wirklich wichtigen Dinge zu sprechen, nämlich wirklich vorhandene Diskriminierung, wie sie das sagt, nämlich Niedriglohnbereich, Personen, die keine Papiere haben, Migrantinnen und Migranten, die keine Anerkennung finden und so weiter. Was entgegnen Sie ihr? Warum ist Sprache so wichtig?
Also ich glaube, es ist beides. Also ich habe ja ein Buch über die Vulva geschrieben, irgendwie, weil es mir wichtig war, irgendwie, wir müssen das Genital benennen. Wir sagen Vagina, irgendwie, wenn wir die Vulva meinen. Irgendwie, weil Vagina ist ja rein irgendwie medizinisch, ist es ja wirklich dieser Schleimhautschlauch und irgendwie die Vulva ist ja das sichtbare Genital. Und wenn wir es nicht benennen können, dann können wir über ganz viele Dinge nicht sprechen. Also dann können wir über Schmerzen nicht sprechen, können wir über Lust nicht sprechen, dann haben wir ein riesiges Problem. Das ist die eine Sache. Ich kenne relativ wenig Leute, die nur Sprachpolitik machen, nebenbei. Aber wo Wagenknecht recht hat, ist, es ist total leicht, über Sprache zu reden. Das heißt, die Medien, wenn ich über Sprache rede, sagen die, ach, das ist ja spannend, mach das mal. Wenn ich über Niedriglohnsektor sprechen möchte, wenn ich über Flucht sprechen möchte und so weiter, sagen sie, ah, das ist so kompliziert, mach mal lieber was über Gender-Sternchen. Und das ist ja ein riesiges Problem. Also das ist ja, dass wir in den Medien, was in den Medien repräsentiert wird, ist ja nicht das, was politisch gemacht wird. Mhm. Und eine andere Frage, die auch immer wieder aufkommt, ist, wer darf eigentlich worüber sprechen, wenn wir über Sprache sprechen? Also so Sprechverbote, die ausgesprochen werden, dass man sagt, ein Weißer kann sich nicht zu Rassismus äußern, beispielsweise. Ijoma Mangold ist da kritisch, wenn es um solche Sprechverbote geht. Hören wir uns ganz kurz zu. Dieser auf Twitter sehr beliebte Spruch, einfach mal die Klappe halten, gerne gerichtet an alte, weiße, heterosexuelle Cis-Männer, der meint ja genau dieses. Von bestimmten Gruppen ist nicht zu erwarten, dass zur Debatte noch eine neue Erkenntnis beizusteuern ist. Deswegen sollen die erstmal die Klappe halten. Und das ist, was mir nicht gefällt. Diese Vorstellung, dass es sinnvoll sein könnte, quasi so ein schematisches Muster vor jede Debatte zu setzen und zu sagen, von wem ein Einspruch zu hören ist und von wem nicht. Was sagen Sie dazu? Dem kann ich natürlich nur zustimmen. Es ist natürlich ganz schrecklich zu sagen, du musst die Klappe halten. Die Kritik bezieht sich in erster Linie darauf, dass klassischerweise, irgendwie, wenn es um das Thema Rassismus geht, dann werden halt weiße Experten eingeladen oder überhaupt nur weiß. Also im WDR hatten wir das in der letzten Instanz. Da sind dann irgendwie 5 weiße Menschen eingeladen worden, die nicht Experten waren, die nichts mit dem Thema zu tun hatten, die dann abstimmen sollten, was ist rassistisch und was nicht. Und einfach sich irgendwie total wirklich entblödet haben, indem irgendwie dass man gemerkt hat, das sind Prominente, die haben keine Ahnung von dem Thema. Ich würde ja auch nicht irgendwie sagen, ach, lasst mich mal über Fußball reden irgendwie. Ich kann auch sagen, ob die schön rasiert sind an den Beinen. Also ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich würde mir das ja auch nicht anmaßen. Und ich kenne das ganz, ganz häufig, dass es so einen bestimmten Typus gibt, der meint, er kann zu allem reden. Und da habe ich manchmal auch das dringende Bedürfnis, hör doch auch mal zu. Also ich glaube überhaupt nicht, es geht um Klapphalten, es geht auch darum, es ist eine Fähigkeit, zuhören zu lernen, eine Fähigkeit, auch erstmal sich einfühlen zu lernen, erstmal auch ein Wissen über ein Thema zu haben. Gleichzeitig, wenn nur noch irgendwie Betroffene über ein Thema reden, das wäre ja schrecklich. Ich will eine gesamtgesellschaftliche Debatte führen. Ich finde es ganz wichtig, dass natürlich weiße Menschen ebenfalls über Rassismus reden, aber nicht in Exklusion von anderen. Und dagegen wendet sich das ja eigentlich. Und dieses Zuhören hat ja auch damit zu tun, dass wir eben nicht einfach Zuschreibungen machen, sondern, ich weiß noch so schön, Kübra Gümüşşay, die auch mal hier war, die hat mal gesagt, ich bin eine Bezeichnete. Ja. Es werden dauernd Zuschreibungen gemacht. Sie haben das ja auch gesagt, sie werden als Muslima bezeichnet zum Beispiel. Aber dann heißt das ja auch, dass wir uns über unsere Identitäten Rechenschaft ablegen müssen und überlegen, wer sind wir eigentlich? Und ich würde Sie gerne mal fragen, wer sind denn Sie eigentlich? Das ist total toll, weil es ist ja wirklich die Frage, mit der ich mein Leben lang immer am häufigsten konfrontiert wurde. Ne? Also, wo kommst du her? Irgendwie. Und egal, was ich darauf gesagt habe, die Leute haben gesagt, nee, ist die falsche Antwort. Mhm. Also so, ne? Ich gesagt, ich komme aus Düsseldorf. Irgendwie. Und gesagt, nee, wo kommst du denn wirklich her? Bis ich denen irgendwann gesagt habe, mein Vater kommt aus Indien. Dann waren die glücklich. Das war die richtige Antwort. Hey, sogar wenn ich ihnen gesagt habe, meine Mutter kommt aus Polen. Nee, wo kommst du? So. Wirklich? Genau, also eigentlich war es die Frage, warum bist du braun? Und da muss ich sagen, ganz im Ernst, ich kann Interesse nachvollziehen, aber nur, wenn es mir selber die Möglichkeit lässt zu sagen, ich möchte darauf antworten, ich möchte darauf nicht antworten. Ich möchte auch meine Lebensgeschichte öffnen. Also weil es sind ja irgendwie komplexe Dinge, die vielleicht dazu führen. Und vielleicht möchte ich mich jetzt gar nicht so weit intim irgendwie mit jemandem, bevor sie mich nach meinem Namen, also ganz häufig wirklich, bevor die gefragt haben, Tag, wie heißt du? Dieses, wo kommst du her? Okay. Aber interessant ist ja trotzdem, Sie haben jetzt gesagt, Sie möchten gerne entscheiden, worüber Sie sprechen möchten oder nicht. Das heißt, Sie möchten auch gewisse Fragen nicht gestellt erhalten. Das kann ich sehr gut verstehen. Trotzdem ist die Identitätsfrage für bestimmte Menschen, würde ich jetzt mal sagen, brisanter oder akuter. Und das beschreiben Sie eben in Ihrem Roman Identity so wunderbar. Da geht es um eine Figur, die eigentlich jetzt von der Herkunft her, sage ich jetzt mal,
identisch ist mit ihnen. Also auch diese Figur hier hat eine polnische Mutter und einen indischen Vater. Auch diese Person studiert in Düsseldorf. Auch diese Person studiert Postcolonial Studies. Sie haben ähnliche Studien auch gemacht. Also es gibt viele Parallelen zwischen diesen beiden Figuren. Und für diese Frau hier ist es ganz wichtig, die Identitätsfrage für sich stellen zu können, weil sie sich immer schon damit konfrontiert sieht. Und ich habe mich dann gefragt, ich habe mir diese Frage nie gestellt. Natürlich frage ich mich, was ist mir wichtig im Leben? Wer bin ich im Sinne von, was passt zu mir? Was möchte ich im Leben sein? Wofür möchte ich gerade stehen? Aber ansonsten stellt sich mir die Frage nicht. Und natürlich ist wahrscheinlich das ein Zeichen dafür, dass ich enorm privilegiert bin. An dem Punkt ja, also wir sind ja alle an vielen Punkten privilegiert, an anderen nicht. Und das ist ja auch schön. Auch im Fernsehen sprechen zu können, ist ja eine massive Privilegierung. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Für Nivedita ist es halt, das ist ja die Figur in dem Buch, die Hauptfigur, ja. Ist es so unglaublich wichtig, weil ihr halt immer nur gesagt wurde, wo sie nicht hingehört. Ne? Also dass sie in Deutschland halt irgendwie, also wie gesagt, ich bin in Deutschland geboren. Als ich geboren wurde, hießen Leute wie ich Ausländerin, was einfach der falsche Begriff ist. Ne? Ich habe noch nie lange in einem anderen Land gelebt. Ich bin keine Ausländerin. Und dass sie halt darf ich noch ganz kurz unterbrechen, ja. Weil das ist so schön. Sie sagen an einer Stelle auch, Ausländerin wurden sie genannt, dann Gastarbeiterkind, was ja komisch ist, weil Gäste arbeiten eigentlich normalerweise nicht. Die lädt man nicht ein, dass sie arbeiten. Und dann gab es auch noch Personen mit Migrationshintergrund, was für sie ja auch nicht passt. Naja, also es passt schon, aber irgendwie mein Mann ist Engländer, der ist während seiner Lebenszeit nach Deutschland gekommen. Ich bin in Deutschland geboren worden, den fragt niemand nach seinem Migrationshintergrund, weil er weiß es. Also außer irgendwie, dass sie dann irgendwie alle sofort mit dem Englisch reden, weil Englisch ja die tollste Sprache der Welt ist, egal wie schlecht sie Englisch sprechen können. Er spricht ja wirklich sehr, sehr gut Deutsch, aber sie sprechen alle irgendwie krudestes Englisch mit ihm und es ist wie so ein sich verneigen vor dieser englischen Identität, was mir manchmal fast unangenehm ist. Mhm. Genau, und für Nivedita ist es halt so, dass sie niemals einfach irgendwo passend war. Interessanterweise, irgendwie, bis sie dann nach Birmingham fährt, irgendwie, um ihre Cousine zu besuchen und zum ersten Mal, so wie sie aussieht, nicht irgendwie aus dem Bild herausfällt. Und dann sagt ihr da aber irgendjemand, du bist eine Kokosnuss, also bist außen braun und innen weiß. Also egal, auch da darf sie nicht wirklich dazugehören. Und sie will dieses innen weiß, weil sie sich zu sehr identifiziert mit, sagen wir mal, nö, weil das einfach Kinder sind, weil das irgendwie so hübsch ist, weil sie die damit kriegen können. Mhm. Sie hat eine weiße Mutter, das ist irgendwie tatsächlich richtig, aber was ist denn innen nicht weiß? Also was ist denn echt indisch? Und das auch in Indien zum Beispiel muss ja das Klischee einer Inderin sein, also weil sie muss ja beweisen, dass sie indisch genug ist und sie darf es nicht brechen. Und ich, und das ist ja dieses irgendwie, ich bin Cis-Frau, also ich bin als irgendwie Mädchen irgendwie identifiziert worden bei der Geburt. Das heißt, natürlich darf ich Hosen anziehen, natürlich darf ich mir die Haare kurz schneiden und so weiter. Wenn ich aber eine Transfrau wäre, wäre das ein riesiges Problem, weil dann müsste ich ja beweisen, dass ich wirklich es ernst genug meine. Und so geht es ihr halt mit Indien. Irgendwie, dass sie halt immer auf dem Prüfstand steht. So geht es ihr mit Polen, so geht es ihr mit Deutschland. Und sie möchte einmal dieses Gefühl von Zugehörigkeit haben. Und ich glaube, Goethe hat gesagt, was brauchen Kinder? Irgendwie Wurzeln und Flügel. Dann gibt es so eine hübsche Postkarte, da gibt es die Möhren und ein Klavier da drauf. Also gemeint ist natürlich was anderes. Und sobald man diese Wurzeln hat, und das ist ja auch der Weg von Nivedita in dem Roman, dann kann man es auch hinter sich lassen. Am Ende des Romans ist sie zum Beispiel auch in der Lage, Deutschland zu verlassen. Also sie überlegt sich, am Ende des Romans geht sie nach England, wird sie in Oxford studieren. Irgendwie, und das hätte sie vorher nicht gekonnt, weil sie halt noch so irgendwie ungebunden darin war. Und an dem Punkt, wo sie sich gebunden genug fühlt, kann sie auch sagen, okay, und dann ist es, und dann wird es auch weniger wichtig, wenn es nicht mehr in Frage gestellt wird. Und dann kann es auch mal wieder wichtiger werden und weniger wichtig werden. Seit wann sind Sie sich denn bewusst, dass sich diese Fragen überhaupt stellen? Also vielleicht noch einfacher gefragt, seit wann sind Sie sich Ihrer Hautfarbe bewusst? Das sind ganz spannende Fragen, weil ich weiß, es war immer ein Thema. Also irgendwie, ich kann mich noch an Kindergarten erinnern, dieses, ah, das ist ein Kindergarten, da sind so viele. Damals hat man dann irgendwie farbige Kinder gesagt. Irgendwie, das ist ja auch ein schreckliches Wort. Irgendwie, da wirst du dich irgendwie zugehörig fühlen. Und dann irgendwie, also es war immer, immer, immer ein Thema. Es wurde immer darüber gesprochen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, lange bevor ich in der Pubertät war, haben dann so Eltern von Freunden, Freundinnen gesagt, ja, ja, die südländischen Frauen irgendwie, die werden ja früher reif und die verblühen dann auch früher. Bevor es auch ein Thema gespielt hat. Also es war immer Thema. Gleichzeitig, und das ist völlig parallel, hatte ich kein Bewusstsein dafür. Das heißt, ich habe in den Spiegel geschaut und habe nicht gesehen, dass ich braun bin, sondern ich habe gedacht, ich bin weiß und sehe komisch aus. Also es ist wirklich dieses, weil wir keine
Begriffe dafür hatten, weil wir keine Sprache dafür hatten, weil wir kein Bewusstsein dafür hatten. In Deutschland hat man ja noch gesagt, nee, es gibt ja keine Menschenrassen, das haben die Nazis gemacht, also kann es keinen Rassismus geben, Thema beendet. Und ich weiß, als ich angefangen habe zu studieren und ich habe vieles unter Philosophie und irgendwie Philosophie war ganz, ganz schwierig. Da merkt man dann ganz schnell, dass man nicht zu den Subjekten gehört. Ich habe dann Anglistik studiert und darin ganz viele dieser Autoren und Autorinnen gelesen, die halt auch mit eine wichtige Rolle in dem Buch spielen. Also Eckhart Said habe ich da gelesen, Gadhi Chakravarti Spivak und so weiter. Und hatte da zum ersten Mal eine Sprache für das, was ich erlebt habe, die an ganz vielen Punkten auch nicht gepasst hat, also weil wir viel Afroamerikanistik auch hatten und irgendwie da aber mehr von dem wiedergespiegelt gefunden habe, als in allen deutschen Auseinandersetzungen. Im Kern dieser ganzen Fragen steht ja das, das haben Sie ganz am Anfang schon mal gesagt, das, was man Essentialismus nennt. Also diese Frage, inwiefern schließen wir eigentlich, können wir schließen, sollen wir schließen, müssen wir schließen, von Äußerlichkeiten auf Innerlichkeiten. Und erstmal würde man ja sagen, nie. Das ist keine gute Idee. Niemand ist so, weil er oder sie so aussieht. Und trotzdem gibt es dauernd eben dieses Bemühen auch in der Identitätspolitik, sich abzugrenzen, zum Beispiel eben zu sagen, wenn du so und so aussiehst, dann erlebst du einfach gewisse Dinge, die andere eben nicht erleben und die du nicht begreifen, verstehen, nachvollziehen kannst, wenn du zum Beispiel nicht schwarz bist. Das finde ich immer ganz schwierig. Ich bin jetzt nicht schwarz, das kann ich nicht sagen, aber irgendwie, ich bin POC. Und es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Erfahrungen. Also auch irgendwie nicht alle POCs machen dieselben Erfahrungen, natürlich nicht. Ich weiß irgendwie, mein Mann tatsächlich kennenzulernen, es war so entlastend für mich, weil er dieses Gefühl von zwischen den Stühlen sitzen ebenfalls hatte. Ne? Und er ist weiß, aber halt irgendwie in Deutschland zu sein, eben nicht wirklich Deutscher zu sein. Und das war so schön, das zu teilen. Ich kenne das auch aus so Frauengruppen, die sagen, Männer sind ganz anders als wir. Ist einfach falsch. Natürlich sind Männer nicht andere Wesen. Es ist irgendwie dieselbe Spezies und wir teilen viel, 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 viel mehr als jede einzelne Frau mit jeder einzelnen anderen Frau, also die beiden Gruppen aller Männer und aller Frauen. Also ich finde es falsch. Gleichzeitig ist manchmal dieses Gefühl von, wir ziehen uns zusammen zurück und fühlen uns gemeinsam so schön, weil wir das in der Gesellschaft so selten haben. Und ich kenne das, eine Freundin von mir hat mir mal gesagt, ja, aber sie hat das auch manchmal, sie geht dann auf die Straße und fühlt sich gar nicht mehr zu Hause in ihrem eigenen Land, hat das Gefühl, irgendwie sie ist der Fremdkörper, irgendwie die ist weiß und das bezog sich auf Migration, wo ich denke, aha, das habe ich aber mein Leben lang gehabt. Und irgendwie, man kann gut leben. Das ist gar nicht schlimm. Es ist auch gar nicht, dass es den ganzen Tag irgendwie schmerzhaft und schrecklich ist. Und manchmal ist es halt hübsch zu sagen, wir tun jetzt. Und es ist immer eine Lüge, aber manchmal ist es eine kuschelige, schöne, die wir tun jetzt, so als würden wir uns nur auf unsere Gemeinsamkeit beziehen. Sind wir mal nur zusammen und können sagen, wir machen niemals dieselben Erfahrungen. Aber, und das ist es, andere Menschen sind empathisch und sie können sich ja wahrnehmen. Ich glaube, also auch gerade was Rassismus angeht, ich finde es ganz, ganz schwierig, weil Hautfarbe ist wirklich ein Konstrukt, das haben wir in Deutschland in schrecklichster Weise gelernt irgendwie. Also man konnte irgendwie bei Juden und Jüdinnen sagen, das ist eine andere Rasse. Also und irgendwie, die sind ja in einer Form irgendwie rassifiziert worden. Natürlich können Weiße Rassismus erleben, absolut. Also das ist einfach nicht so, dass das nur spezifische Menschen können, aber es ist immer auf die Kontexte bezogen, in denen das passiert. Jetzt haben Sie gesagt, Rasse ist ein Konstrukt und das ist so die zentrale Aussage auch eben in diesem Buch. Vielleicht müssen wir ganz bisschen Handlung noch nachliefern, weil ich möchte gerne jetzt über die Pointe dieses Buches auch sprechen. Es geht darin eben um diese Nivedita, die Hauptfigur, und die studiert bei einer Saraswati, das ist eine Professorin für Postcolonial Studies, auch in Düsseldorf, eine Koryphäe auf ihrem Gebiet, die hat die Standardwerke zum Thema geschrieben. Die Frau ist auch eine Person of Color, die trägt eine Dupatta, genau, so ein Kleid, genau wie sie. Er hat lange schwarze Haare. Und irgendwann, an einem bestimmten Punkt, wird halt klar, dass diese Frau eigentlich Blackfacing betrieben hat, dass sie weiß ist, dass sie Sarah Vera heißt, dass sie zwei weiße, blonde Elternteile hat und dass das alles also fake war. Und der Roman rollt dann diese Geschichte auf und dreht immer wieder von Neuem diese Frage, äußerst klug und auch lehrreich und amüsant zugleich, diese Frage weiter, darf man denn zum Beispiel sagen, ich bin trans-race? Also wenn Rasse ein Konstrukt ist, kann ich dann nicht auch sagen, ich bin zwar weiß, aber ich bin in einem weißen Körper geboren, habe aber eine schwarze Identität?
Das ist irgendwie, genau, das ist die Frage, die gestellt wird, die ja in dem Buch ambivalent gelassen wird. Also Saraswati ist ja wirklich irgendwie mit Absicht ambivalent gestaltet, weil ganz vieles von dem, was sie macht, ist halt wichtig und richtig und unglaublich notwendig. Gleichzeitig basiert ja ihre gesamte Inszenation auf einer Lüge. Und das Nivedita zu ihr kommt und sagt, ja, aber warum hast du mich angelogen? Also nicht mal, warum hast du die Welt angelogen, sondern mich persönlich. Warum hat mir eine weiße Frau erklärt, was Rassismus ist? Du warst mein Rollenmodell. Ich habe meine Identität auf dir aufgebaut. Das irgendwie Menschen irgendwie, also Saraswati ist selbstbewusst irgendwie. Sie ist ein Medienstar. Und Nivedita, dieses, auch so können braune Menschen sein und nicht nur so, wie ich bin. Und das war für sie ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das Problem ist einfach, wenn es im Bildungssystem viel, viel mehr People of Color geben würde, wenn es mehr Rollenmodelle geben würde, dann wäre der Betrug auch nicht so groß. Aber weil sie sozusagen eine der ganz wenigen war, ist halt so viel Wunsch auf ihr, so viel Begehren auf ihr. Und dadurch wiegt es umso schwerer. Gleichzeitig ist es bei Race ja so, also im Gegensatz zu Gender. Gender wird ja in jeder Generation neu verhandelt. Also ne, bloß weil irgendwie ich eine Frau bin, kann mein Kind irgendwie ein Junge sein. Also ne, alle meine Mütter Frauen sind, kann ich trotzdem ein männliches Kind bekommen. Der Gedanke bei Race ist ja, dass es transgenerativ vererbt wird. Und da bricht es natürlich damit, irgendwie zu sagen, ja, ich fühle mich jetzt aber anders. Wenn die Welt eine andere wäre, wenn es eine Welt ohne Rassismus gäbe, wenn es eine Welt gäbe, wo auch die Wunden geheilt sind, weil es ist ja die andere Sache. Das eine sind de facto Benachteiligungen, das andere sind aber die psychischen Wunden, die psychischen Benachteiligungen, die wir haben, die dazu führen, dass es in der Welt neue Benachteiligungen gibt, auch wenn die Voraussetzungen vielleicht die gleichen wären, was sie noch gar nicht sind. Dann wäre wahrscheinlich so ein irgendwie Gender Passing, wie das, was Saraswati macht, völlig in Ordnung. Wahrscheinlich bräuchte man es dann auch nicht mehr. Wahrscheinlich wäre es dann auch nicht mehr interessant. Also dieses Gender Passing, ist Race Passing. Das Race Passing, das gab es ja auch schon ganz lange. Es gibt ganz viele Geschichten, Vorbilder, wo es eine Notwendigkeit war, nämlich dass dunkelhäutige Menschen versucht haben, sich weißer zu machen, um eine Chance zu kriegen. Das heißt, man versteht komplett, dass aus diesem Impetus heraus teilhaben zu dürfen, der Versuch im Raum stand, sich stärker weiß zu machen. Sie macht ja das Umgekehrte und das ist das, was irgendwie irritierend ist. Und was mich auch daran interessiert, es gibt ja viele auch doch Vorbilder jetzt auch für diesen Roman. Der bekannteste ist Rachel Dolezal, eine US-amerikanische Professorin, auch Bürgerrechtsaktivistin, die 2015 als weiß geoutet wurde, die eben auch sich als Afroamerikanerin ausgegeben hat, ihren Job verloren hat und so weiter. Und das Interessante für mich als Philosophin auch ist, dass dieser Fall Rachel Dolezal wurde in unzähligen Papern auch dann verhandelt. Es gibt die feministische Zeitschrift Hypatia, die hat einen unglaublichen Streit dann auch losgetreten, weil da ein Paper veröffentlicht wurde, das gesagt hat, das ist in Ordnung. Wenn es Transgender gibt, dann muss es auch Transrace geben können, weil sowohl Gender wie Race sind soziale Konstrukte. Wenn wir das eine zu unserer eigenen Identität machen können, dann auch das andere. Und darauf gab es einen riesen Shitstorm. Was ist wirklich der Kern dieses Streites? Warum ist das so ein noch einmal stärkeres Minenfeld? Ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe dafür. Wir alle können ja verstehen, warum Menschen versuchen, weiß zu sein, weil irgendwie, also weil sie teilweise es braucht, um überleben zu können. Richtig. Wenn es in die andere Richtung geht, und das gab es auch übrigens immer, es sind ja nicht nur, wir haben das Gefühl, das fängt jetzt erst an, es gab immer die anderen Fälle, auch weil Menschen heiraten wollten und so weiter. Dann wurde es entweder wirklich verdrängt, dann wurde gesagt, das gibt es gar nicht, weil irgendwie, genauso ist es ja auch, wenn irgendwie sozusagen Menschen, die als Frauen wahrgenommen werden, irgendwie sagen, ich bin aber ein Mann, das kann man verstehen. In die andere Richtung wird es ja ganz heiß umstritten. Ne? Also du musst es hierarchisch Höhergestellte wollen. Und wenn du in die andere Richtung gehst, dann stellst du die ganze Hierarchie in Frage in gewisser Form. Es hat auch viel damit zu tun, weil es ein so riesiger Kampf war, Transgender irgendwie ernst zu nehmen, wahrzunehmen, dass es tatsächlich die Befürchtung und auch die begründete Befürchtung gibt, wenn wir jetzt über Transrace reden, dann irgendwie werden alle sagen, nee, die spinnen ja. Und irgendwie, dass wir dann sozusagen Errungenschaften verlieren. Das ist eine in gewisser Form unsolidarische Form. Ich glaube, auf lange Sicht, weil Race wirklich so
viel konstruierter ist als Gender. Also ne, auch Gender ist zu einem ganz, ganz großen Teil konstruiert, aber irgendwie Race ist wirklich, da gibt es keine biologische Grundlage für, überhaupt keine mehr. Das ist in irgendeiner Form, wird es viel möglicher sein, aber wie es im Moment ist und gerade in Amerika ist es halt so hart verhandelt. Das müssen Sie kurz erklären, warum das so stark sozial konstruiert ist. Und das sagt ja zum Beispiel eben auch Kwame Appiah ganz stark. Race ist ein Konstrukt. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt keine Menschenrassen. Also es ist, also bei Tieren haben wir ja wirklich irgendwie Tiere gezüchtet, ne? Und irgendwie um einen sehr einheitlichen Genpool zu bekommen. Das ist ja bei Menschen wirklich anders. Irgendwie Menschenrassen sind erfunden worden. Ach, wenn wir dann merken, welche Kategorien, wer in welche Kategorie hineingehört, dass man es dann an Nasen festmacht. Und die, das ist ja auch ganz interessant, irgendwie, dass die jüdische Nase und die römische Nase komplett dieselbe Nase sind in diesen, also auch wirklich in diesen Rassen irgendwie Karten, die man dann sich angucken kann. Aber die eine ist die gute und die andere ist die böse. Also es ist wirklich so an den Haaren herbeigezogen. Und die Debatten, also auch die medizinischen Debatten, ganz lange wurde ja wirklich noch gesagt, ja, ja, aber Rassen gibt es ja schon. Nein, es gibt wirklich keine Menschenrassen, aber es gibt Rassismus und Race als soziologisches Konstrukt. Darauf müssen wir verweisen können. Deshalb ist mir ein Wort, deshalb sage ich auch Race und nicht Rasse, weil in dem englischen Wort Race ist das soziologische Konstrukt enthalten. In dem deutschen Wort Rasse ist halt wirklich, das ist ein biologisches Konstrukt. Und das ist überholt. Also da wird auch jeder sagen, na klar, ist Quatsch. Und um vielleicht wirklich transparent zu sein für alle und das noch besser zu verstehen, frage ich trotzdem noch mal nach, was haben denn Hautfarbe und Race miteinander zu tun? Weil viele, die jetzt vielleicht zuschauen würden, sagen, ich verstehe schon, dass man zum Beispiel die Verunglimpfung von bestimmten Menschen, dass man gesagt hat, der sieht so und so aus und ist deswegen so und so, dass das nicht in Ordnung ist. Aber es ist doch so, wenn zwei dunkelhäutige Menschen ein Kind bekommen, ist das Kind auch dunkelhäutig. Was ist daran bitte schön konstruiert? Also erstmal irgendwie, ich gilt ja als braun. Ich habe eine Freundin aus Süddeutschland, die hat dieselbe Hautfarbe wie ich irgendwie, die gilt als weiß. Also auch da funktioniert es schon nicht mit den Color Charts. Die andere Sache ist, die Engländer zum Beispiel, ne, die haben ja immer ganz lange Cheddar Man gehabt irgendwie, also diesen englischen Ureinwohner, wo sie gesagt haben, so der war der echte englische Ureinwohner. Irgendwann haben die jetzt genetisch rausgefunden, verdammt, der war schwarz. Also wir wissen, Hautfarbe hat ganz viel tatsächlich mit Sonne zu tun. Und irgendwie, wenn wir lange genug irgendwo leben, wo es weniger Sonne gibt, haben wir weniger Melanin in der Haut. So, das heißt, irgendwie, egal, irgendwie, ob alle meine Vorfahren aus wo auch immer herkommen, wenn ich in genügend Generationen hier lebe, werden meine Kinder irgendwann hellhäutig sein. Das ist so. Die Frage ist ja auch, warum tut Saraswati so etwas in diesem Buch? Und ein Vorwurf, der er gemacht hat, ist genau diese Culture Appropriation, also diese kulturelle Aneignung, über die wir schon gesprochen haben. Sie sagt aber auch, das finde ich wahnsinnig interessant, ich habe mich für mein Weißsein so dermaßen geschämt. Das war für mich ein Problem. Und es steht auch in diesem Buch, Weißsein ist einfach nicht cool. Und tatsächlich hat meine Mama das Gefühl, mittlerweile ist POC, also Person of Color zu sein, fast schon zu einer Währung geworden in der Popkultur. Muss man sich das für Weißsein genau schämen? Also in der Popkultur, in ganz bestimmten Blasen ist es so. Die sind relativ klein. Also wenn ich eine Wohnung haben möchte, ist es immer noch so, ich da anrufe und sage, Tag, mein Name ist Sanyal, dann sagen die ungelogen, das ist aber kein deutscher Nachname. Dann sage ich, ich habe einen Doktortitel, dann sagen sie, okay, Sie können zum Wohnungsbesichtigungstermin kommen. Also so, wir wissen das, wenn es um die Möglichkeit gibt, auch nur irgendwie von Ärzten gut behandelt zu werden und so weiter. Also all das spielt halt eine riesige Rolle auf Armutsrisiko. All das irgendwie ist real da, aber in einer Popkultur und auch erst seit relativ kurzer Zeit, also ich würde sagen wahrscheinlich seit 5 Jahren, maximal 10 Jahren, das ist ja immer nicht, ist es eine Währung geworden. Und wir haben halt einfach Braunsein, Schwarzsein umdefiniert. Also ne, als es wurde als entmenschlicht definiert und irgendwie, und da gab es ja Black is Beautiful und Black Power und irgendwie und all das und Black Lives Matter. Das heißt, Schwarzsein irgendwie, Braunsein ist mit Widerstand, mit Aneignung, also Selbstaneignung in Verbindung gebracht worden, während Weiß ist einmal definiert worden, dann wurde es unsichtbar, weil es die Norm war. Und Weiß ist als White Supremacy, als weiße Überlegenheit definiert worden und seitdem nicht mehr angetastet worden. Das heißt, wenn wir uns auf irgendwelche Theorien über Weißsein beziehen, dann sind es Theorien über weiße Überlegenheit. Wir müssten natürlich Weiß genauso menschlicher machen, genauso wie wir männlich sein menschlicher machen müssen. Mhm. Irgendwie, wenn wir weiblich sein menschlicher machen, müssen wir natürlich auch irgendwie das vermeintliche Gegenteil menschlicher machen. Und da das nicht passiert ist,
Ist es tatsächlich ein Problem? Also es gibt ja auch zum Beispiel irgendwie die ganzen Theorien über White Fragility, die ich übrigens sehr, sehr schwierig finde. Irgendwie, wo es ja fast wie so den Gedanken gibt, aber irgendwie ist Weißer ein Charaktermangel. Nein, Weißer ist genauso menschlich. Man hat eine andere Position, man macht an bestimmten Punkten andere Erfahrungen. Um diese Erfahrungen zu reflektieren, was es heißt, weiß zu sein, welche Privilegien wir zum Beispiel haben, das verlangt auch das, was man Critical Whiteness nennt, auch so ein ganz wichtiges Schlagwort. Joachim Gauck, der ehemalige deutsche Bundespräsident, der hat in einem Beitrag in der Zeit kürzlich geschrieben, dass er sieht, wie wichtig es ist, gegen Rassismus vorzugehen und wie wichtig es ist, für Menschenrechte zu kämpfen, aber dass Critical Whiteness für ihn ein Problem darstellt, dass er nämlich den Eindruck hat, man würde plötzlich alle Weißen mit Kolonialherrschaft in Verbindung bringen oder alle Weißen zu irgendwelchen Fürsten und Diktatoren machen. Und dass er doch auch betonen möchte, dass es immer auch weiße Sklaven und Sklavinnen gab. Zum Beispiel im Osmanischen Reich gab es ganz viele weiße Sklaven oder auch nicht weiße Sklavenhalter. Das ist total, also es ist immer ganz, ganz schwierig, gerade in der Debatte um Sklaverei. Es kommt immer, ja, aber irgendwie sind auch weiße Menschen zu Sklaven gemacht worden. Ich glaube wirklich, dass der transatlantische Sklavenhandel eine neue Form von Sklaverei war. Also auch, weil es ja vorher die Vorstellung gab, man ist auch nicht für sein Leben lang Sklave, sondern muss es halt 10 Jahre so und so lange und dann kann sich das auch wieder verändern. Dass mit dem transatlantischen Sklavenhandel ja Hautfarbe plötzlich super wichtig wurde. Also es ist halt weiße Sklaven gegen schwarze Sklaven ausgespielt worden, dass die Chance als weißer Sklave zu überleben sehr, sehr viel höher war als Schwarzer. Und das ist das, warum irgendwie wir heute mit dieser großen Last sind. Irgendwie warum irgendwie jetzt sagen, ja, aber Weißsein hat ja die ganzen Privilegien. Weiße Sklaven hatten es echt nicht gut. Aber irgendwie, die hatten ein Layer darunter, eine Lage darunter. Und irgendwie, und das wurde ja extra eingesetzt, um sie gegeneinander auszuspielen. Es gibt ja diesen tollen, irgendwie, das ist irgendwie so ein Sketch, also wo es halt einen Menschen mit 10 Keksen gibt, einen mit einem und einen ohne. Und dann sagt er mit den 10 Keksen, dem mit dem einen Keks, pass auf, der andere will dir deinen Keks wegnehmen. Und so ein bisschen so funktioniert das. Das Problem ist, und ich würde dem zustimmen, irgendwie, also ich vertrete ja unter anderem auch in dem Buch die Theorie, dass die ersten Menschen, die kolonialisiert wurden, ja die eigenen sind. Ne? Also das irgendwie zum Beispiel Schwarz in England im 18. Jahrhundert bedeutete Arbeiterklasse. Da gab es dann irgendwie Artikel darüber, die haben das N-Wort verwendet, gehen auf die Straßen und es waren Arbeiter und Arbeiterinnen, kein einziger Schwarzer war dabei. Irgendwie, also es war ein klassebezogener Begriff, der erst irgendwie im 19. Jahrhundert mit irgendwie dem transatlantischen Sklavenhandel und so weiter eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Und da ging es ganz klar darum, welche Menschen sind echte Menschen mit Menschenrechten und welche werden aus den Menschenrechten auch herausgenommen. Mhm. Immer schon, immer schon, immer schon. Und wenn man das sieht, kann eine ganz andere Solidarität auch möglich sein. Das heißt, Sie kontern jetzt sozusagen Gaucks Erzählung mit den weißen Sklaven und ergänzen das auch ganz wichtig. Noch einmal zurück zu dieser Idee der Critical Whiteness. Was ist konkret verlangt von mir als weißer Person? Was heißt es, Critical Whiteness, sage ich jetzt mal, in sich aufzusaugen und zu leben? Ich finde es ganz schwierig. Es gibt viele Sachen an Critical Whiteness, die einfach Antirassismus sind. Die finde ich großartig. Der Gedanke, ich muss mich jetzt hinsetzen und gucken, ob irgendwie in mir was genuin Böses ist, weil ich weiß bin, das finde ich falsch. Das ist auch nicht bei allen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Critical Whiteness. Es gibt bestimmte Formen, die so kolportiert werden, die so in die Medien kommen. Und da würde ich mich wirklich von abgrenzen. Das finde ich auch nicht hilfreich. Ne? Also, weil das bedeutet halt nur, dass die netten antirassistischen Weißen den Mund halten und die anderen, die Donald Trumps und Boris Johnsons dieser Welt irgendwie, werden weiterhin genauso reden, wie sie bisher geredet haben. Aber, und das ist das Aber darin, Bezeichnungen wie alter weißer Mann sind ja etwas, was falsch ist. Jemand aufgrund von Alter, aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von Geschlecht zu diskriminieren, ist ja schrecklich. Absolut ablehnenswert. Aber es führt dazu, dass Menschen zum ersten Mal körperlich erleben, was ihnen die ganze Zeit versucht wurde zu erklären. Ne? Also dieses, das ist doch blöd. Und das wirklich das einmal erlebt zu haben und sich in dieser Form gefühlt zu haben, das macht ganz viel, es gibt einen neuen Blick. Es sollte niemals, niemals dabei bleiben. Aber es, als Stadium, ich glaube, dass es vielen Menschen wirklich Erkenntnisgewinn gebracht hat, den man ansonsten nicht herstellen konnte. Dieses Stadium ist wohl auch sehr wichtig und so endet ja auch das Buch. In dem letzten Eintrag, den die Hauptfigur macht, sie ist auch eine Bloggerin, unter Identity bloggt sie, schreibt sie über Judith Butler und zitiert sie und sagt, es gibt doch etwas, was uns verbindet, nämlich die Gemeinde, wir alle sind verletzliche Wesen. Und nicht nur das, wir alle können einander lieben
und wir haben ein Interesse aneinander. Ist das sozusagen das Versöhnliche, dass Sie denken, aus diesem Interesse aneinander, da sollte etwas Gemeinsames erwachsen? Also absolut. Ich glaube ja, Menschen, ich glaube es nicht, ich weiß, Menschen können sowieso nicht ohne einander überleben. Und im Moment haben wir so gesamtgesellschaftliche andere Rhetorik. Ah, die sind für uns gefährlich, Migration ist gefährlich, Mutter aller Probleme und so weiter. Und es stimmt ja nicht. Wir brauchen uns, hat Migration schon immer gegeben irgendwie. Die sind nicht anders als wir. Die Gemeinsamkeiten sind so viel größer und auf die müssen wir uns beziehen. Und irgendwie, wir brauchen natürlich diese Form von Utopien auch von links. Und das ist halt so das, worauf sie hinaus will. Ich mag Judith Butler, dieses irgendwie, wir teilen unsere Verletzlichkeit, weil das ist ja etwas, was ganz stark gegendert und irgendwie rassifiziert wurde. Das Verletzlichkeit, also ne, der weiße Mann ist der Unverletzliche und Frauen sollen verletzlich sein. Irgendwie braune Menschen sollen verletzlich sein, schwarze Menschen sollen verletzlich sein. Und dass wir das alle teilen, gleichzeitig teilen wir ja nicht nur Verletzlichkeit, sondern wir teilen ja Freude, Liebe. Also wir teilen auch all diese Dinge miteinander. Sie haben mal die Frage erhalten, was das eigentlich für ein Buch ist. Und Sie haben die wirklich überraschende Antwort, für mich überraschende Antwort gegeben, das sei ein Heimatroman. Ihr Heimatbegriff ist ein bunter Begriff. Ist das auch Ihre Zukunftsvision? Lasst uns eine so bunte Welt bewahren, weil sie ist auch kostbarer, interessanter, wilder vielleicht? Ja, aber es ging mir tatsächlich um Ort auch ganz viel. Also um dieses, wie können wir uns in Orten wiederfinden? Wie können wir auch uns darin wiedererkennen? Das, was ich eben mit kollektivem Gedächtnis, also ne, wie können wir einen Ort auch zur Heimat machen darin? Weil Heimat ist ja so ein politisch aufgeladener Begriff, der ja irgendwie immer gegen Menschen verwendet wird. Ihr gehört nicht wirklich echt zur Heimat dazu. Und zu sagen, nein, irgendwie, es ist auch ein Versuch, den Begriff Heimat, ich würde es eher als Belonging definieren. Also ich habe ich wirklich gesagt Heimat, das ist sehr, das ist toll, so ein schöner Satz, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Dann versuchen wir gemeinsam an diesem Belonging, an dieser Zugehörigkeit zu arbeiten. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ja, wer weiterlesen will, wir verlosen zwei Exemplare von Identity mit einer Mail an die Sternstunden. Gehört eines der Bücher vielleicht bald Ihnen. In einer Woche ist Pfingstsonntag. Zu dieser Sendezeit zeigen wir einen Gottesdienst. In zwei Wochen gibt es dann aber wieder Philosophie. Wolfram Eilenberger spricht mit zwei Dissidenten über den tieferen Sinn des Widerstands. Und jetzt gleich folgt die Sternstunde Musik über die Bieler Band Pegasus. Ihren Erfolg musste sie sich hart erkämpfen, doch heute sitzt sie fest im Sattel der Schweizer Musiklandschaft. Eine gute Zeit für Sie und bis bald.